Guten Morgen, liebe Traderinnen und Tradern. Hinten sehen wir es. Wir schauen heute auf den DAX unter anderem. Das Ganze nach dem Aufwärtstrend im DAX kam Trump und dann wupp, ging es erstmal wieder ordentlich nach unten. Wir gucken uns das Ganze im Detail an. Wir merken also gerade, die politischen Börsen sind da. Die haben bekanntermaßen häufig kurze Beine, aber bringen es halt mit sich, dass die Märkte stärker schwanken. Neben dem DAX schauen wir heute noch auf das Cable, ja, also britisches Pfund, US-Dollar. Und wir hatten vor kurzem eine Trading-Idee besprochen im Euro, in der euro-norwegischen Krone. Na, schön die Korrektur. Und da schauen wir mal rein, wo die Korrektur jetzt steht und ob wir da nicht möglicherweise ein Level gefunden haben, wo wir durchaus bald wieder steigende Kurse sehen können. Das gleich hier in den folgenden Minuten und natürlich auch gerne die Zeit für die ein oder andere Frage. Das heißt, wer hier zuschaut, live auf unserem Facebook-Stream hier bei Tickmill Deutsch oder in Zoom, gerne rein in die Chats und dann weiß ich Bescheid, was wir hier analysieren würden. Ich würde mich auch freuen, hier die ein oder andere Nachricht zu bekommen, ob Bild und Ton gut sind. Da bin ich beruhigt, weil ich weiß, die Dinge, die ich Ihnen jetzt zeige und erzähle, die kommen auch mit an. Hätten wir das? Ja, und damit würde ich sagen, machen wir weiter hier mit dem Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Passt, Rückmeldung kommt im Chat, hier auf Zoom ist alles gut. Guten Morgen, da freue ich mich sehr drüber, das passt. Also, der Risikohinweis ist besprochen. Ja, was machen wir? Ganz klar, wir schauen auf das, was heute an Nachrichten auf uns wartet. So viel ist es nicht, was jetzt hier steht. Aber Leute, heute Abend, beziehungsweise es ist Abend in den USA, bei uns in Deutschland ist das nachts um 3 Uhr. Da gibt es ein weiteres TV-Duell. Jetzt allerdings noch nicht mit den, ja, Präsidenten oder Präsidentenanwärter, also Trump und Biden. Nein, das wird wahrscheinlich noch kommen. Ich weiß es nicht, ob Trump tatsächlich in seinem jetzigen Zustand vor die Kameras tritt. Er hat ja gesagt, er möchte es machen. Nein, heute haben wir die Vizepräsidenten dran. Da gibt es ein TV-Duell. Mal schauen, was wird. Aber wir wissen es. Es wird einen Einfluss auf die Märkte haben oder zumindest die Chance auf einen Markteinfluss. Und deswegen schaut man da genau hin. Viele, viele Millionen US-Amerikaner werden sich das Ganze auch anschauen. Also es ist etwas mit extrem hohem medialen Interesse. Und das hat immer auch die Chancen, dem Impact auf den Markt ordentlich, ja, auf den Fuß zu treten. Das dazu. So, also dann haben wir das und dann, ja, die Nachrichten heute im Laufe des Tages. Wir sehen es oder wir haben es gesehen, um 8 Uhr haben wir bekommen, die Industrieproduktion in Deutschland für den Monat August rückläufig, minus 0,2%. Schade, ne? Ist so, wie es ist. Die Industrie kommt noch nicht so richtig zu Potte. Die Weltwirtschaft lahmt, das merkt man ganz, ganz stark und das merkt auch Deutschland, auch in puncto Exporte, das ist wichtig zu wissen. Ansonsten EZB-Präsidentin Lagarde spricht mal wieder. Dann bekommen wir heute Nachmittag um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Auch das wichtig für den Ölpreis. Auch da momentan viel, viel, viel Schwankung, die wir hier haben. Und heute Abend gibt es das FOMC-Sitzungsprotokoll. Ich hatte das ja schon vor kurzem gesagt, vor der Wahl gibt es keine Pressekonferenz mehr der FED, aber heute ist das Sitzungsprotokoll dran und dann bekommen wir auch das Statement. Wer mag, kann das gerne einfach einmal nachlesen. Wenn was Starkes passieren sollte, eine große Überraschung hier drin, gehe ich morgen früh in der Sendung einfach mal drauf ein. Das zu den heutigen Tagesnachrichten. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Charts hier, aufmachen unseren Tickmill Stereo Trader auf der Uhr und wir gucken uns den DAX mal an. Und ich habe es ja gesagt, Leute, wir haben wieder aus technischer Sicht einen Aufwärtstrend im DAX, auch wenn der hier komplett gestern wieder abverkauft wurde, nachdem Trump gesagt hat, dass es vor der Wahl kein neues Wirtschaftspaket geben wird. So what? Na, die Wirtschaft ist wichtig, der Gewinn der Wahl noch wichtiger, sage ich nicht zu. Ist jetzt aber so, müssen wir mit leben. Worauf schauen wir hier im DAX? Ich mache das Bild mal kurz ein bisschen größer hier, dass man es im Übertrag auf Facebook auch mit sehen kann. Also, der Blick in den DAX. Hier oben die blauen Linien, das ist nochmal dieser leichte Keil, den ich vor kurzem besprochen hatte, als wir den Ausbruch sozusagen nach unten reingegeben hatten.
Also hier kurz nochmal etwas zusammengerafft an dieser Stelle. Schaut, das war die Situation, als wir kaum noch steigende Hochs hatten, aber und unten noch die steigenden Tiefs und die Unterseite steiler war als die obere Seite. Das ist so ein bisschen so eine Keilformation, die wir hier hatten. Den Ausbruch hatten wir hier besprochen. Auch die Situation, dass der Markt hier in diesem Bereich, diese Linie, diesen Bereich um die 12.800 Punkte komplett verloren hat und dann runtergelaufen ist bis auf knapp über 12.300. Das ist sozusagen momentan die laufende Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, Leute. Also wir sehen hier, übergeordnet ist der DAX weiterhin aufwärts gerichtet, auch wenn wir hier zwischendrin den Markt nach unten schwingen hatten bzw. haben. Nichtsdestotrotz, der große Aufwärtstrend, der ist noch da. Und die Unsicherheit, ich würde mich nicht wundern, wenn die weitergeht. Aber das, was wir jetzt besprechen, ist für das kurzfristige Trading durchaus von hohem Interesse, weil, und jetzt zoome ich nochmal ran hier, das, was wir hier sehen, ich zeichne es mal kurz ein, das ist halt einfach mal ein Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend, ich zeichne ihn ein, wir kommen von unten hier am Supportbereich rauf auf die Marke von 12.945, haben also auch die Marke von 12.800 Punkte wieder erobert, wir sind drüber gelaufen, dann kam eine Korrektur, aber das Schöne ist, was hat die Korrektur gemacht? Die Korrektur hat uns den Gefallen getan und hier unten aktuell ein höheres Tief hinterlassen. Ja? Das ist schon mal die nächste Zutat für einen funktionierenden Aufwärtstrend. Ja, und dann kam es gestern im Laufe des Tages dazu, dass wir im Tageshoch über die Marke von 12.945 drüber gelaufen sind und aus technischer Sicht somit jetzt tatsächlich hier einen Aufwärtstrend haben. Das heißt, wir haben auf Tagesbasis hier wieder einen Trend, der nach oben läuft in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends. Und das ist eine Umkehr, ne? Das ist ganz klar. Jetzt haben wir gestern allerdings gesehen, so einfach macht es uns der Markt nicht, dass wir hier einfach nach oben streben. Wenn wir uns das Ganze im Tageschart anschauen, haben wir aber natürlich auch noch ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite. Die gucken wir uns gleich auch sozusagen noch in der kleineren Zeiteinheit an. Aber hier an dieser Stelle ist mal zu berücksichtigen, dieses Level hier oben, die Marke von um die 12.300 Punkte. Ne? Das ist hier oben der Bereich, dieses Schwunghoch hier, als wir hier oben drüber gelaufen sind. Also quasi dieser Bereich hier oben, der ist quasi das Korrekturhoch gewesen. Hier Bewegung, Korrektur, dann gab es den starken Schub nach unten. Ein guter Anlaufpunkt. Und natürlich hier die Marke 13.000 bis 13.100 Punkte. Das ist dieses Level hier unten, als wir hier nach unten durchgefallen sind und wir hier sozusagen auch wieder nach unten getrendet sind. Diese Marker, die sind jetzt oben da auf Tagesbasis sehr, sehr gut erkennbar zur Oberseite hin. Das ist das, was wir hier jetzt sehen. Für das kurzfristige Trading ist es allerdings viel, viel interessanter, was die Stunde macht. Und das schauen wir uns jetzt ganz klar mal an, die Stunde hier an dieser Stelle. Und zwar muss ich das Bild mal hier ein bisschen zusammenraffen, dass wir etwas mehr sehen. Und das, was wir hier sehen wollen und auch sehen müssen, sind ganz einfach wichtige Marker, die wir haben. Und zwar haben wir es gesehen gestern hier, ich habe das hier mal kurz skizziert, dieses kleine Zwischentief hier unten, wartet mal, ich mache mal kurz den Lower Timeframe noch mit rein. Hier sehen wir es, hier ist der Trend nach oben gelaufen, hier gab es die Korrektur, dann ist er weiter nach oben gelaufen. Und dann gab es diesen scharfen Rutsch nach unten hier unten rein, unter diese Marke von 12.276. Danach hat der Markt aber direkt wieder nach oben gedreht. Also wir haben hier direkt Käufer gefunden. Innerhalb dieser, sage ich mal, Bandbreite um die 12.800 ist also ein gutes Supportband auch da, wo immer wieder Käufer reinkommen. Aus der jetzigen Sicht ist es halt sehr, sehr wichtig, was der Markt jetzt entsprechend anstellt, weil wir haben es hier schon oft miteinander besprochen. Wenn wir so einen scharfen Rutsch nach unten bekommen, ne, so wie wir das jetzt gesehen haben und wir im Kleinen sogar nach unten trennten, also das im Kleinen, was wir hier sehen, schaut mal Leute, ist das hier. Also hoppala, das war das Falsche. Im Kleinen, hier ging es runter, dann ging es nochmal hoch, dann wurde ein tieferes Hoch gemacht, dann der starke Schub nach unten. So. Und jetzt sehen wir plötzlich den Markt zurückkommen. Und das ist das, wo ich gesagt habe, wir haben auf Tagesbasis zwar jetzt den Aufwärtstrend da, ich würde mich auch freuen, wenn der bestätigt wird, weil das wäre schon ein sehr, sehr starkes Signal. Aber wir haben halt auch ordentliche Downside-Risiken. So. Und was wir jetzt hier sehen an dieser Stelle, schaut mal, das wird dem einen oder anderen schon als Korrekturmuster bekannt vorkommen. Das ist ein ziemlich steiler Aufwärtskanal für diese Bewegung hier. Und die Situation, wo wir jetzt momentan verortet sind, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Schaut mal hier,
dieses Level. Das war hier erst ein Haltelevel, dann sind wir da durchgekracht. Das heißt, knapp 12.900 Punkte ist ein Level. Wenn wir da jetzt abprallen sollten, nachhaltig, dann wäre das der Ausbruch aus dieser bärischen Flaggenformation im Stundentrend, wohlgemerkt. Ja, ich rede jetzt nicht vom Tag, ich rede von der Stunde. Das wäre das, und das ist das, wo der Markt halt auch volatil bleibt. Wenn das nach unten wegbricht, dann müssen wir uns zur Unterseite wirklich nach unten orientieren. Ja. Und was kommt dann wieder ins Spiel? Ganz klar, kurzfristig erstmal hier unten die Marke von 12.800 Punkten. Das ist eine runde Marke. Das ist häufig auch eine psychologische Marke. Die hat hier schon sehr, sehr oft eine Rolle gespielt. Ja, und dann hier das kleine Zwischentief hier unten um die Marke von 12.740 Zählern. Also dieser Bereich, den wir hier unten haben, das ist dieser hier. Moment. Da brauche ich diese Ellipse. Also hier, das ist dieser Bereich, den wir da haben. Der ist durchaus interessant. Und wenn das alles sozusagen wegfliegen sollte, ja, das ist wirklich wohlgemerkt, wenn wir es nicht schaffen, uns über dieser Marke hier zu stabilisieren. Momentan geht es halt drüber. Wir müssen es halt auch schaffen, nach Handelseröffnung drüber zu bleiben. Das wäre ein sehr, sehr positives Zeichen. Ja. Das wäre zu sehen. Fallen wir aber unten durch, wie ich schon gesagt, erst einmal zwischendrin. Das habe ich gezeichnet. Und dann hier, wir sehen es schon in der reinen Vorplanung, gut machbar, hier die Zwischentiefs, Anlaufpunkte. Bei der hohen Vola würde es mich echt nicht wundern, wenn wir, falls wir nach unten durchkrachen sollten, komplett, und der Tag hochvolatil wieder wird, 12.725 bzw. 12.695 Zähler hier unten. Das sind mal die Marker, die wir dort auf der Unterseite mit haben. Ja? Das ist die Shortseite. Das Signal, wenn die Flagge nach unten durchbrochen wird. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus, weil wenn wir nach dem Rutsch von gestern, ja, der kam ja in Deutschland auch nachbörslich, wenn wir mal schauen, hier schaut es euch an, 21 Uhr ist das hier gewesen, wo es nach unten ging, also da war der deutsche Markt schon längst vom Handel weg. Wenn die Händler das jetzt positiv aufnehmen und schön nach oben kaufen, dann negieren die das Thema komplett. Da wird also vom Prinzip her auch wirklich die Hoffnung gespielt, dass man sich in den USA schon irgendwie durchwurschteln wird und den Markt weiter nach oben treiben wird und die Wirtschaft auch weiter voranbringen wird. Ne? Das ist ja auch das, wo Powell immer darauf hinweist, dass die Stimuluspakete auch sehr, sehr wichtig sind. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Fakt. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen und wir sehen, okay, hier könnte es durchaus positiv werden, dann kommt es jetzt darauf an, was passiert am oberen Bande, nämlich genau dort, wo wir gestern rumgedreht sind, also das Level, was wir sozusagen hier oben an dieser Stelle haben, dieses hier, da wo der Trend entstanden ist, hier an dieser Stelle, wo wir drüber gelupft sind, ich zeichne den Trend hier nochmal ganz kurz händisch ein, schaut mal, das ist das, was ich auf Tag eingezeichnet habe, hier die initiale Aufwärtsbewegung, hier sind wir über ein wichtiges Level, über zwei wichtige Level drüber gelaufen, dann haben wir hier die Korrekturphase, hier unten sozusagen das höhere Tief gemacht und dann den leichten Schub oben drüber. Das ist jetzt technisch meine Trendbildung, auch wenn gleich wieder abverkauft wurde, technisch ist der Trend halt einfach da. Und wenn wir jetzt tatsächlich oben drüber laufen, es also zur Bestätigung des Ausbruchs oben drüber kommt, das wäre ein sehr, sehr, sehr bullisches Zeichen. Und die Anlaufpunkte, die wir hier auf der Oberseite sehen, die sind relativ schnell ausgemacht. Ich muss hier nur mal kurz nach oben drehen. Das wären hier drüben die Marker. Ich skizziere es auch hier nochmal. Schaut mal hier, das hier unten, der Ausbruchsbereich, das größte, letzte, größte Verkaufslevel, was wir hier haben. Die Marke etwas über 13.000 Punkten. Und dann als nächstes hier, ich habe es gezeichnet, diese Schwungbereiche hier bei 13.115. Und dann hier oben dieses, ja, Top, dieses kleine Top bei 13.265, ne, hier mehrfach oben angetestet und dann der Widerstand oben um die Marke von 13.300 Zähler. Das sind mal die Punkte, die wir hier im DAX kurzfristig auf der Uhr haben. Und wie schon gesagt, das Ganze wird sich jetzt entscheiden, wie es hier weitergeht, ob das hier tatsächlich eine Bärenflagge wird oder ob der Markt einfach sagt, egal was Trump gestern gesagt hat, wir steigen. Tina ist da, wir haben keine Alternative, wir müssen Aktien kaufen, Zinsen gibt es gerade nicht. Wer weiß, was der Markt hier an dieser Stelle spielt. Gut, das zum DAX. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir weiter mit den Währungen. Ich gehe mal eben auf Euro, norwegische Krone ein und dann auf das britische Pfund, US-Dollar. Und wie schon gesagt, wer Fragen hat, gerne rein hier entsprechend in die Chats. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne auch um den ein oder anderen Wunschmarkt. Zunächst aber hier zurück
Euro, norwegische Krone. Holla, die Waldfee. Wir sehen es, was hier passiert ist. Das ist der Supportbereich. Schaut, hier ist der grüne Aufwärtstrend noch einskizziert von mir an dieser Stelle. Und auch dieses Haltelevel hier um die 10,88, 10,85 schön unten reingelaufen. Und was wir jetzt hier sehen, ist etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar, ich skizziere das jetzt mal hier direkt im Metatrader drin. Schaut mal hier. Eine wunderbare Flaggenformation als Korrekturmuster. Ist sehr tief gelaufen, aber wenn wir mal schauen, wo die Umkehr gekommen ist, das ist ja das Interessante. Schaut mal hier. Kurz über diesem Ausbruchslevel ist der Markt rumgedreht. Also dieses ganze Supportband hier hat geholfen. Und das ist jetzt das Schöne zu sehen. Hier könnte jetzt durchaus der Start nach oben kommen. Wir haben es gesehen, gestern ordentlich durchgestartet. Jetzt holt der Markt so ein bisschen Luft. Fliegen wir oben übers Hoch wieder drüber. Leute, dann haben wir es. Dann haben wir ein bestätigtes Ausbruchssignal. Und dann können wir hier in der euro-norwegischen Krone wieder schön den Weg nach oben anstreben. Und das schauen wir uns mal eben kurz im höheren Zeitrahmen an. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich zur Trendbildung übergehen, das skizziere ich mal eben ganz kurz hier an dieser Stelle. Also hier, schaut mal hier, das war die erste starke initiale Bewegung, Ausbruch aus der Flagge. Jetzt sehen wir hier entsprechend die Korrektur nach unten hin. Ja, und wenn wir hier tatsächlich diese Stärke, die wir gerade sehen, fortgesetzt bekommen und wir machen hier einen Aufwärtstrend, dann haben wir halt echt die richtig guten Chancen, die Anlaufpunkte nach oben mitzunehmen. Und dann haben wir die nächsten Marke. Also wenn wir hier drüber gehen zur Trendfortsetzung über die Marke von, naja, 11 norwegische Krone, dann haben wir den Weg hier. Ausbruchslevel, erstes Anlaufpunkt, ja, 11.03, wobei ich sagen muss, das ist schon recht nah, ja, aber es ist der erste Punkt und wenn wir da Unterstützung vom Markt bekommen, das heißt, hier kein Verkaufsdruck reinkommt, dann können wir uns auf die höheren Hochs sozusagen konzentrieren und das sind dann die Marker, die wir hier sehen, ja? Schaut euch das mal an, hier, also von hier aus weg, da oben rein und dort oben hin. Das wäre mal das Szenario jetzt erstmal aus der Trendfortsetzung. Und wenn wir dort mal einfach vergleichen und sagen, okay, wenn wir jetzt sozusagen den Stopp und das Tief unten drunter setzen würden, hier an dieser Stelle für ein mögliches Long-Szenario, da können wir uns ja sehr schön auch Chance-Risiko-Verhältnisse ausrechnen. Und da kann sich jeder auch selbst sagen, wie möchte ich diesen Trade denn anpacken? Ja, und wo kann das Ganze jetzt hingehen? Wo lege ich denn meine Ziele hin? Und dann kann jeder entsprechend hier die Chance-Risiko-Verhältnisse mit einrechnen und das Ganze nach oben hin traden. Short wird es erst dann wieder an dieser Stelle, wenn wir tatsächlich keine Bestätigung hier oben drüber bekommen, sondern hier unter das Zwischentief drunter fallen. Da müssen wir uns wieder nach unten hin orientieren. Das heißt, an dieser Stelle die tieferen Level raussuchen und das wären dann sozusagen, falls wir hier unten drunter durchlaufen sollten, unter das aktuelle Zwischentief, ja, dann haben wir hier mit Blick zumindest mal in den Tageschart natürlich unten drunter das Level hier am Zwischentief hier um die Marke von 10,82, beziehungsweise wenn wir uns das mal im kleineren Zeitrahmen auch anschauen wollen und mal schauen, wie ist denn die Aufwärtsbewegung hier zustande gekommen in den 15 Minuten, da sehen wir es halt auch, hier unten ist das Trendtief, dann haben wir hier so einen Umschwungbereich hier an dieser Stelle, das kann ich ganz gerne nochmal mit dem Tool hier skizzieren, also das heißt, dieses Drehlevel ist dann ein Anlaufpunkt, also um die Marke von 10,90 auf der Unterseite. Ja, und dann haben wir hier unten sozusagen diese Marker drinnen liegen, wo die Zwischentiefs gewesen sind. Also hier im Bereich um die 10,84, 10,85 wäre dann das nächste. Wenn es dann weiter Richtung Abwärtsschub entsprechend geht, also wieder Rückkehr in den Abwärtstrendkanal, das muss man schauen, wie es ist. Aber es ist in meiner Sache doch interessant und so ein Währungspaar kann man ja gut und gerne mal ins Portfolio mit reinnehmen. Und damit schauen wir jetzt noch auf das Währungspaar, britisches Pfund, US-Dollar. Warten Sie, das schiebe ich mal kurz zur Seite. Hier haben wir das Cable im Tageschart. Ja? Also, ich mache mal kurz das Trenderkennungstool auch noch mit rein. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, Steuerung N drücken, das ist hier der Navigator und dann einfach das MTON Live Signal doppelklicken und in den Stereo Trader entsprechend einfügen und dann kann man sich die Trends hier auch anzeigen lassen, ganz automatisch sozusagen eine Trenderkennung drinnen. Wartet mal, wir müssen mal, ach, der Stereo Trader fehlt, kurzen Augenblick. Also, hier fehlt noch der Stereo Trader. Dann haben wir auch das, so, Steuerung Navigation und der Stereo Trader muss natürlich auch noch mit aufs Template drauf. Sonst funktioniert das nicht. So, also, haben wir da. So, jetzt geht das Ganze doch besser vonstatten. So, okay, also,
Wir gucken mal ganz kurz aufs große Bild, ne? Und im großen Bild sehen wir hier an dieser Stelle, hier oben um die 1,33 bis 1,35, da haben wir einen ziemlich großen Schwungbereich, wo der Markt nicht wirklich drüber möchte. Das heißt an dieser Stelle, das mache ich einfach mal rot, das ist ein ziemlich starkes Widerstandslevel. Immer dann, wenn wir hier oben reingelaufen sind, ist der starke Abverkauf gekommen. Aber jetzt haben wir hier etwas, das wir nicht verachten sollten. Und zwar die Tatsache, schaut mal, hier haben wir auf der Woche sehen wir das sehr schön, den Tagestrend. Und der Tagestrend ist momentan ja mit Sicherheit mal aufwärts gerichtet hier nach oben. Ja, das ist das, was wir hier sehr, sehr gut erkennen können. Steigende Hochs, steigende Tiefs, das heißt, das ist aufwärts. Dann haben wir hier die letzte Woche gesehen, die eine schöne Umkehr gemacht hat. Die hat die Vorwoche komplett aufgekauft. Und gestern haben wir hier eine erste Bestätigung gesehen. Also das Ganze hier mal kurz auf Tagesbasis uns angezeichnet. Das Einzige, was wir momentan bei dem Währungspaar mit dem britischen Pfund beachten müssen, ist, wir haben weiterhin das Thema Brexit-Verhandlungen. Und wenn bis Ende Oktober kein Deal steht, geht Großbritannien sozusagen ohne Deal aus der EU raus. Das könnte nochmal ordentlich für Furore sorgen. Aber nichtsdestotrotz, Trading-Chancen gibt es eine Menge. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz anschauen wollen, dann sind wir gestern hier über ein wichtiges Level drüber gelaufen. Nämlich schaut mal hier oben die Marke um die 1,30. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level. Da sind wir gestern dran gelupft. Und dann haben wir erstmal komplett wieder abverkauft. Ne? Das ist halt jetzt der Nachteil von gestern auch gewesen, dass wir hier oben schon wieder abverkauft haben. Das heißt, das ist ein definitives Schwächezeichen. Und das Thema der Schwäche kommt hier jetzt auch voll und ganz zum Tragen, wenn wir hier jetzt weiter abverkaufen. Das heißt, sollten wir Kurse unter dem Tagestief von gestern sehen, nachhaltige Kurse hier, unter die 1,2870 weiter nach unten zu fallen, dann haben wir hier ein paar planbare Anlaufpunkte. Das schauen wir uns gleich auf dem Stundenchart mal an. Aber und jetzt ist das Interessante, sollten wir das nicht bekommen, ja, und das ist wieder das Schöne, hier haben wir wieder ein sehr, sehr schönes Drehlevel, wo wir wirklich Chancen für beide Richtungen haben, dann wird es interessant, nämlich, schaut es euch mal an, dann könnte Folgendes passieren, rein technisch, hier oben halt wieder das Falsche, sorry, das tut mir leid, ich muss hier besser hinschauen, also hier, Aufwärtsbewegung. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die Korrektur. Und wenn wir hier tatsächlich rumdrehen, das heißt, wenn hier tatsächlich jetzt die Käufer nach diesem Abverkaufstag von gestern reinkommen und den Markt nach oben schieben, schaut mal, dann haben wir die Chance, über die 1,30 nachhaltig drüber zu laufen und dann hier wieder einen Aufwärtstrend zu machen. Und das wäre dann genau die Umkehr, die ich gerade gezeigt habe auf der Woche. Das heißt, das wäre dann die Bestätigung zu der starken Kaufwoche, also zu dem, was wir hier gekommen haben. Kleines, kurzes Durchatmen und dann zack, oben drüber. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Signal. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an im Stundenchart, dass wir das Ganze ein bisschen besser erkennen können. Ich nehme hier mal die Trenderkennung an dieser Stelle raus. Wir gehen mal in den 4-Stunden-Chart, weil ich brauche ein bisschen mehr Historie an dieser Stelle. Das heißt, schaut euch das Ganze mal an, der 4-Stunden-Chart hier an dieser Stelle. Guckt, wartet mal, kurzen Augenblick, brauche ich wieder das Zeichentool. Heißt, schaut, was wir hier in den 4 Stunden haben. Wir haben hier tatsächlich einen Markt, der nach oben trendet, ne? In den Nuancen, aber er trendet schön zur Oberseite hin. Wir haben ansteigende Hochs, wir haben ansteigende Tiefs. Das geht alles schön Hand in Hand, Gang in Gang hier, das Ganze schön mit reinzunehmen. Heißt also, wir kommen jetzt tatsächlich aus der Korrektur, ne? Das hier ist der Korrekturarm sozusagen, kommen wir jetzt nach oben raus. Und wenn sich das nach oben fortsetzt, dann wäre das die Umkehr nach dem gestrigen starken Abverkauf. Ja, und das ist ja das Interessante, was wir hier an dieser Stelle dann wirklich auch sehen. Zack, nach oben und dann haben wir die Chance tatsächlich für die Long-Seite das Ganze schön nach oben mit zu befeuern. Und wenn wir uns das Ganze mal wirklich anschauen wollen und wir sehen, wo es hingehen kann zur Oberseite. Wie schon gesagt, 1,30 wäre mal das erste Ziel auf der Oberseite und dann können wir im Tageschart weiter nach oben planen. Und das wird sich jetzt hier entscheiden. Ansonsten Kurse unter diesem Zwischentief hier, da kommen wir natürlich in die Situation, wo schwingen wir nach unten hin, wo sind Anlaufpunkte und das ist relativ leicht gemacht hier, da müssen wir uns nur mal an den ja, Zwischentiefs der Aufwärtsphase orientieren und da kommen wir hier auf die Lows um die 1,28, 37, 1,28, 19 und hier unten die 1,28 ein bisschen drüber, das sind die Marker, die 1,28 übrigens hier unten auch ein Drehlevel hier, schaut mal, wo muss es hin, hier, da hat sich der Trend fortgesetzt, also hier an dieser Stelle, da war ein wichtiger Bereich, als wir hier drüber gelaufen sind,
das ist schon ein Level, da könnte durchaus was kommen. Und genau an diesem Punkt hat der Markt halt hier gedreht. Also ein marktrelevantes Level, was wir hier definitiv auf der Unterseite, auf der U haben sollten, wenn wir hier rutschen. Das heißt, die kurzfristigen Trader schauen sich das ganze Spiel jetzt mal an. Ich skizziere mal ganz kurz noch hier diese Abwärtsbewegung nach unten. Opala, das wollte ich nicht haben. Ich wollte dieses haben. Also hier, das ist der Weg nach unten gewesen. Und wenn wir uns das jetzt mal eben in den 15 Minuten anschauen, dann sehen wir nämlich den Trend, der sich hinter diesem starken Schub nach unten verbirgt. Ne? Der ist ein bisschen ruppig, ein bisschen teilweise hier oben klein, hier unten sehr, sehr ausladend, starke Volatilität. Aber hier unten in diesem Kleinstbereich, ja, da sehen wir an dieser Stelle schon mal, Leute, der Markt trendet hier nach oben. Und wenn dieser Trend irgendwann aufhört, das wäre dann die Umkehr. Das heißt, wenn wir nicht hier oben reinkommen, ja, also schön nach oben durchlaufen und nicht mal mehr beispielsweise über dieses Verkaufslevel drüber hinwegkommen, um die 1,2926, das wäre schon ein Schwächezeichen. Und wenn wir dann hier einen Trendbruch bekommen, das heißt, wenn das, was sich hier nach oben aufschwingt, dann bricht, also jetzt aus jetziger Sicht, gerade jetzt wäre das der Fall, wenn wir hier unten unter dieses Level drunter laufen, also hier unter die 1,289, das wäre dann ein Trendbruch aus, wohlgemerkt, jetziger Sicht, ja? Ganz wichtig, ich will hier immer nur auf die Bilder eingehen, die kommen, wenn so ein Trend bricht. Dann hätten wir die Sache nach unten. Das wäre das Umkehrsignal, dass wir doch nicht die Aufwärtsbewegung sehen, sondern dann sollten wir uns kurzfristig zur Unterseite orientieren. Und das sind dann die Marker interessant, die wir gerade hier im 4-Stunden-Chart besprochen hatten. Also das mal der Blick in das britische Pfund, in diesen Drehbereich hier rein. Und der ist sehr, sehr interessant. So, und dann haben wir jetzt noch eine Frage hier aus dem Zoom. Hartmut, danke für die Frage. Was macht der Nasdaq? Ja, da schauen wir auch gleich mal drauf. Moment, den Nasdaq haben wir hier. Ja, das ist hier, da haben wir ihn, den Nasdaq. Nasdaq, muss ich sagen, also ich mag den Markt sehr, ich mag die technologielastigen Titel sehr. Das ist schon ein Markt, der sehr viel Spaß macht. Das ist aber auch ein Markt, das muss man jetzt wissen, der ist ganz speziell im Wahlkampf. Ein Markt, der politisch sehr anfällig ist. Woran liegt das? Wenn Joe Biden die Wahl gewinnt, Joe Biden hat schon angekündigt, dass es Steuererhebung oder Erhöhung für US-Unternehmen geben wird. Und das trifft halt in gewissen Teilen halt auch den technologielastigen Sektor. Ja? Und wenn es dort Steuererhöhungen gibt, was hat das dann? Das hat jetzt nicht gleich Auswirkungen auf die Umsätze der richtig guten Unternehmen, die hier im Nasdaq drinnen sind, sondern das hat halt Auswirkungen auf deren Gewinne. So. Und das merkt man natürlich dann in den Indizes. Und wenn da der Markt Angst spielt oder etwas anderes einpreist, wird der Markt halt etwas schwächer. Da muss man mal sehen, wie sich das Ganze auch entwickeln wird in der Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, der Nasdaq ist weiterhin ein super, super Index. Und die Technologie, ja, die wird sich halt wirklich auch in Zukunft fortsetzen. Weil es wird immer mehr in die digitale Welt gehen, mehr und mehr. Und das braucht natürlich Technologie. Und die ist hier im Nasdaq vertreten. Und deswegen schauen wir mal kurz auf den Nasdaq drauf. Hier an dieser Stelle nach diesem heutigen Tag. Und wenn wir das mal kurz hier mit reinnehmen, ich nehme mal kurz die kleinen Marker hier raus, die brauchen wir jetzt hier nicht, dann sehen wir ganz klar, wenn ich hier mal ein bisschen aufräume, wir sehen momentan einen Schwungbereich hier unten und oben, also zwischen, ich sag mal ganz grob über den Daumen, 11.220 Punkte. Unten und oben, naja, über den Daumen etwas um die 11.600 Punkte Marke. Da schwingen wir momentan so ein bisschen hin und her. Und wir sehen hier so richtig aus dem Knick kommt der Markt nicht. Das heißt, der schiebt sich so ein bisschen unter Volatilitäten seitwärts weiter. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie könnte sich denn der heutige Handelstag entwickeln? Da werden zwei Faktoren wichtig. Zum einen das Tagestief von gestern und zum anderen das Tageshoch von heute. Wird das Tagestief von gestern abverkauft, müssen wir uns zwangsweise mit der Chart-Unterseite beschäftigen, weil das wäre dann der Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange. Wird das Tageshoch von heute gekauft, also geht der Markt wirklich sehr, sehr positiv rein, ja, dann haben wir gute Chancen auf das Vortageshoch, beziehungsweise diesen Widerstandsbereich hier, um die 11.600 Punkte anzusteigen. Deswegen schauen wir uns das auch mal kurz noch im Kleinen an, weil im Kleinen sehen wir ganz klar, was hier momentan ist. Wir haben hier einen Markt, der schon nach unten trendet. Das sehen wir hier ganz, ganz sauber und sehr, sehr deutlich. Also ich zeichne es, warte mal, geht das hier? Das ist der Aufwärtstrend, der übergeordnete, genau. Und hier sehen wir es, wie der Markt nach unten trendet. Ne? Und dieser starke Schub nach unten, das ist ein ähnliches Beispiel wie das, was ich vorhin auch im DAX gezeigt habe an dieser Stelle.
Das ist ein extrem starker Schub nach unten und wir sind jetzt hier, wenn wir jetzt, das Ganze, was ich jetzt zeige, ist wirklich für den Kleinstbereich, ja, das bitte nicht mit dem großen Bild sozusagen versetzen, aber wir haben mit diesem extremen Schub nach unten gehabt und sehen jetzt eine Korrektur hier. Und auch diese Korrektur verläuft so in einer Art Flagge. Und jetzt ist es halt wirklich wichtig, was hier entsprechend kommt. Wenn die Flagge nach unten verlassen wird, wäre das ein Indiz dafür, dass der Markt erstmal die Unterseite sucht. Also hier unten reinläuft Richtung 11.220. Schafft das aber oben stark zu bleiben und auch dieses Drehlevel hier, um diesen Bereich rauszunehmen, also hier um die 11.420 Punkte Marke, diesen Bereich hier, das wäre ein extrem starkes Zeichen. Da ist aber viel Platz noch nach oben rum. Also ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass wir da einfach schnurstracks oben durchlaufen, aber das ist durchaus drinnen. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wo es hier hingeht. Wie schon gesagt, wenn wir uns diesen Bereich hier mal anschauen, diese Flagge, die wir hier haben, da können wir das Ganze schon sehr, sehr schön planen. Das heißt, ich ziehe mal hier kurz eine Marke dran, also hier einfach mal nach oben gelaufen und das mal im 5-Minuten-Chart angeschaut. Da sehen wir auch hier, wie der Markt nach oben trendet. Also hier, das ist mal schön der trendige Verlauf, den wir hier in den 5 Minuten haben. Und wenn der nach unten durchbrochen wird und wir sozusagen den Markt unten durchziehen, also der Trend hier wirklich rausgenommen wird, also hier diese untere Seite weggenommen wird, das wäre dann das Zeichen, dass wir aus dieser steilen oder beziehungsweise kanalförmigen Korrektur, der Gegenlauf sozusagen zwischen diesem starken Rutsch nach unten, dass wir da ausbrechen und das wäre dann erstmal das Szenario, dass wir zur Unterseite hinlaufen und wer das Ganze im kurzfristigen Bereich auf der Unterseite beleuchten möchte, der schaut einfach mal, wo haben wir wichtige Marker. Wichtige Marker haben wir hier um die 11.295 Punkte Marke, dann haben wir hier einen Schwungbereich um die 11.000, wo haben wir es hier, ganz knapp, 11.200 um die 70 und dann hier den Anlaufpunkt hier unten dran bei 11.258, bevor wir dann hier unten das kleine Zwischentief bei, Moment, ja, etwas über 11.224 Punkten sehen. Also das sind die interessanten Marker im Nasdaq, wenn wir unten drunter durchbrechen, nach unten laufen sollten und da würde der Markt wieder so ein bisschen das Thema Angst um den Wahlausgang spielen. Das bleibt ja abzuwarten, also wir schauen einfach mal hin und jetzt um die Zeit, hier so kurz nach der deutschen Markteröffnung, wird es mal interessant, was passiert hier an diesem Level um die 11.360 Punkte Marke. Das bleibt spannend, wenn wir hier abprallen, erst einmal Gegenbewegung und wenn wir dann aber nicht abprallen, sondern drüber laufen, wäre das auch interessant. Eine Sache möchte ich hier an dieser Stelle auch mal noch sagen. Trotz der Tatsache, dass wir aus den 5 Minuten ausbrechen, ja, ist es halt wichtig, die Ziele nicht zu weit wegzulegen, weil was hier durchaus passieren kann, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, Moment, hier müssen wir mal kurz in den Stundenchart reingehen, was hier durchaus passieren kann, ist, dass wir einfach hier noch einen Rutsch nach unten bekommen und wir dann vor der 11.000 Punkte Marke wieder umdrehen, nach oben laufen, also dann sozusagen wieder umkehren und dann den Schub nach oben nehmen. Es bleibt volatil. Deswegen gute Zielplanung, gutes Trade-Management und dann wird das funktionieren. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Weitere Fragen habe ich hier an dieser Stelle momentan nichts. In Facebook sehe ich heute gar keine Fragen. Ich hoffe, da ist nicht wieder ein Facebook-Fehler dran schuld. Wenn ja, schaue ich rein und dann beantworte ich das Ganze möglicherweise noch im Nachgang oder nehme es morgen mit auf die Uhr. Ich sage jetzt auf erst einmal danke fürs Zuschauen, allen einen erfolgreichen Trading-Mittwoch und bis morgen früh um 8.30 Uhr zur Live-Besprechung der Märkte. Und wer mag, kann gerne auch schon den ein oder anderen Wunschmarkt vorneweg schon mal schicken, da weiß ich, was gewünscht wird. Also, bis morgen und gute Trades. Tschüss.